Modelleisenbahn heißt nicht nur spielen, sondern auch lernen und über historische Ereignisse informiert zu sein. Hier ist eine Situation, die es wohl im Original so nie gab. Warum? Der Zug im Vordergrund wurde 1973 als Intercity-Schnelltriebzug in Betrieb gestellt, Baureihe, Bezeichnung 403. Nur erster Klasse, das heißt mit Erscheinen der zweiten Klasse im Intercity, wanderte er in den Sonderzugverkehr ab. 1982 war dann diese Karriere beendet. Die Deutsche Lufthansa kaufte die Züge und betrieb sie von nun an als Lufthansa Airport Express von 1982 bis 1994. Danach wurden diese Züge durch das ICE-Netz eigentlich ersetzt. Die Firma Lima setzte die beiden Triebzüge sehr schön im Modell um. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob die zwei auch fahren. Typischer Lima-Sound. Aber nach über 50 Jahren immer noch flott unterwegs. 1973 erschien auch gleich das Modell. Die Firma Lima hatte ein besonderes Händchen für Kuriositäten auf Schienen und setzte die auch immer zeitnah um, was uns als Kinder immer sehr gefiel. Wir wollten damals immer das Neueste, was es ja von anderen Konkurrenten nicht immer gab. So, wir halten hier an und wechseln zum Nachfolger, zum Lufthansa Airport Express. Auch gleich zum Erscheinen des Lufthansa Airport Express setzte die Firma Lima diesen Zug sofort im Modell um. Ja, zweimal die Baureihe 403. Heute steht eine Garnitur konserviert, ich glaube in Dresden. Die anderen zwei warten auf die Dinge, die da kommen. Korrosionsschäden und diverse Abnutzungserscheinungen machen es wahrscheinlich unmöglich, diesen Intercity mit 200 km/h Höchstgeschwindigkeit, Luftfederung und vorbereitet für Neigetechnik jemals wieder aufs Gleis zu stellen. Soweit der geschichtliche Teil.